Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ich habe gerade gesündigt. Und zwar mache ich es eigentlich so, dass ich, wir haben jetzt 21:17 Uhr, morgen Spätschicht, das heißt, ich kann nicht so lange aufbleiben und dann trinke ich eigentlich um die Uhrzeit keine Cola mehr. Aber ich habe so Bock drauf, dass ich mir jetzt trotzdem einfach eine Cola gemacht habe, Cola geholt habe und jetzt trinke ich eine Cola. Eine Sünde, das heißt, ich kann nachher nicht schlafen. Es gibt ein paar Leute, die können das dann trotzdem. Oder auch meine Eltern, ne? Na, wenn man mal guckt, die trinken immer Kaffee, also gefühlt die morgens, mittags, abends. Und ich muss echt diesen Mod beim nächsten Run entfernen, es tut mir leid. Und die trinken, wenn die dann trinken die Kaffee, ja, dann macht denen gar nichts, sie können trotzdem schlafen. Das ist krass. Ich finde das krass. So, genug davon. Während er hier weiter den Boden legt, beziehungsweise die Brücke baut, aber mit der Brücke ist er fast fertig. Er ist im Transport drin, oder? Ne, er ist im Recharging drin. Wie, was hat der da negativ? Unansehnliche Umgebung, dann machst du doch schön. Wir haben noch gar keinen Schlacke-Ort, ne? Was machen die hier? Ist die nackt? Die hat kein Oberteil an. Stört die das? Ein bisschen. Aber hier liegt doch ein Hemd. Achso, Hemden dürfen die nicht anziehen. Ist auch ein Parker, ne? Wir müssen mal die Kleidung rüberbringen. Eine Hose hat die doch an, ne? Warum trennt die denn Hose aus Stoff? Sieht aber so aus, als würde die nackt sein. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt der Mod mit manchen Klamotten nicht zurecht. Kann ich mir gut vorstellen. Wir müssen hier auf jeden Fall alle Klamotten mal, die schlecht sind, rübertragen oder so. Oder zerlegen. Hier sollen wir ja nur Menschennahrung später herstellen. Was ist denn Menschennahrung? Menschenklamotten. Was schläft denn hier für ein Typ? Ist ein Affe. Ein Gorilla. Wir könnten theoretisch ja schon mal hier die Feuerschalen platzieren. Wir haben jetzt die Mechanik gelernt, um die Entwässerungspumpen zu lernen. So, und einen haben wir, glaube ich, nicht gebaut. Die müssen wir noch aufstellen. Können wir hier die Säulen drum, die Dings drum machen. Das Pflanzenbeet. Und haben wir auch schon hier, könnten wir mal langsam Wege vorbereiten. Ja, wieder so viel zu tun. Bauen. Was denn, wenn ich Forschen eins runtersetze? Auf 4. Dann würde sie vorher bauen. Eine Fishing Area. Könnten wir eigentlich einrichten.
Und was steht hier? Okay, die Zone ist zu klein. Medium. Piranha? Geht nicht zum Ozean. Wir haben ja auch keinen Ozean auf der Karte. Ich weiß halt nicht, wie viel die jetzt fischen, ne? Aber sie hat halt jetzt Fischen vor Forschen. So viel zur Sonneneruption. Wobei, der kann eigentlich eine 3 bleiben, weil... Wir machen Fischen mal eine 4. Weil sie soll vor... Sie soll halt bauen vor Fischen. Aber Feldarbeit vor Bauen. Jetzt machen wir den mal eine 5. Den setzen wir mal auf 4. Soll nämlich erst bauen, danach lernen. Dann soll sie fischen. Dann forschen. Also wir setzen forschen erstmal auf 2. Damit sie erstmal die Trockenpumpen, wenn wir die trockenen Pumpen haben, setzen wir das wieder runter. Setzen wir dann auch auf 5. So, gehen wir mal auf die Kommentare ein. Wenn du die Quarry am Rande des Berges ein klein wenig wegpacken musst, ist das natürlich kein Problem. Du sollst nur nicht in den Berg bauen. So, der große Quarry. Hier passt auch ein großer Quarry hin, aber da müssen wir ziemlich viel vom Berg weghauen. Dann lieber doch hier ein Mini-Quarry. Wir machen den mal so, vielleicht könnten wir hier dann hier doch noch einen hinsetzen. Ich weiß nicht, wie viele Bauteile hier nachher sind. Ach, ich weiß nicht. Da werden die Bauteile mit weg. Wenn wir den so setzen, werden die Bauteile mit weg. Was wenn wir denn so machen? Ach, geht gar nicht. Ja, hier ist auf jeden Fall viel zu viel Berg weg. Ja, hier oben würde ein großer hinpassen. Aber ich will den ja eigentlich hier unten haben.
Wollte gerade nur mal testen. Wir lassen das mal laufen. Wir haben ja noch. Black. Zu Hause für Lev. Boah, 3 Sterne. Nee, komm. Mit 6 Angreifern. Alle jeden Tag. Wird da nicht neu hergestellte Kleidung sofort wieder zerlegt bei dieser Einstellung? Ich nehme an, du meinst die hier. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das noch mache. Ich habe eine bessere Idee. Vielleicht machen wir ein kleines Räumchen, wo die ganze schlechte Kleidung drin gelagert wird. Dann stellen wir einen von denen da her, oder bauen noch einen da herein, machen hier den Suchradius klein und da wird dann die Kleidung drin zerlegt. Und dann haben wir dann einen, der halt alles zerlegt, was in diesem kleinen Radius ist. Und die anderen bleiben dann so. Aber ich will jetzt eher, dass der mal hier einen Hut aufzieht. Der will aber keinen Hut aufziehen. Muss ich nochmal gerade hier in die Dings gucken. Vielleicht habe ich irgendwas falsch eingestellt. Der ist auf Sommer. Kopfbedeckung. Cowboyhut. Und Melone. Wir machen den einfach mal so. Der gibt Überzeugungskraft. Aha. Wusste ich gar nicht, dass der sowas kann. Ja, das ist doch deine Kolonie. Die Blumen waren nur ein Vorschlag. Muss doch wissen, wie du sie willst. Ja, ich fand den Vorschlag aber gut, dass ich eigentlich machen wollte. Deswegen habe ich ihn dann übernommen. So. Warte mal bitte mit dem Trockenlegen in meiner Kolonie. Ich will erstmal schauen, wie es aussieht, wenn die Straße soweit gebaut ist. Okay. Ja, spontane Doppelfolge kann ich eigentlich im Prinzip jederzeit machen, weil die Zeit, wir haben jetzt schon wieder 15 Minuten rum. Die Zeit geht so schnell rum. Der zählt als Falle, gut zu wissen. Ach ja, wir haben ja hier alles Heimatzone. Oh Mann. Die ganze Straße wird Heimatzone, ne? Was ist das denn hier? Wir brauchen unbedingt Kehrmaschinen, ne? Unsere Bots. Wie wir auch die ganze Zeit mit einer Batterie auskommen, das ist so krass. Warte, wir haben doch Elena, die ist doch nackt, ne? Wir probieren das jetzt mal aus, wir schicken die rüber. Ich will, dass der den zerlegt. Wobei, hier haben wir ja T-Shirts drauf, ne? Genau. Ich will wissen, ob die da runternehmen. Das heißt, wir schicken sie jetzt mal auf eine Karawane. Müssen natürlich ein bisschen Essen für sie einpacken, ist klar.
So, Elena. Sie nimmt mit. Ach so, Essen. Wo sind denn die Überlebensrationen? Sonst nimm ein bisschen Brot mit. Zehn. Dünnes Leder nimmst du mit. Oh, wir haben sehr viel Stoff, aber den Stoff brauchen wir auch noch. So, hier diese ganzen Dinger hier. Die normale Hose bleibt hier. Nur noch ein bisschen Platz. Könntest du noch was mitnehmen? Ja, das geht. So, wähle Route und go. Achso, wir haben keine Überlebensration. Wir haben halt nur Brot im Moment. Aber wenigstens geht's mal voran hier. Jetzt habe ich natürlich die Forschung damit unterbrochen. Aber sie muss ja was anziehen, ne? Und die stehen alle auf Sommer. Wir speeden das mal gerade durch. Schneller. Die fängt direkt an zu rasten, das finde ich ja doof. Achso, wir können ja auch Schlafsäcke mitgeben. Da müssen wir ein paar Schlafsäcke herstellen. Wo stellen wir denn Schlafsäcke her? Warte, das sind doch hier normale... Bei Möbel, oder? Können wir hier Schlafsäcke herstellen? Ist das eine Forschung? Keine Ahnung. Schlafsäcke. Ich meine, hier war... Ah, hier, warte, hier sind sie doch. Hier ist er doch. Müssen wir schnell hingehen. Ich dachte, okay. Ich will wissen, ob die das jetzt anzieht. Ich glaube, ich baue ein. Oder mal zwei Stück, die werden dann mitgenommen.
Kann Meister Dinom, kannst... Meister Dinom hat einen Hut angezogen. Wann hat er... Jetzt hat er den Hut... Wann hat er den Hut angezogen? Was? Ach, jetzt bestimmt wieder... Moment mal. Oh, die war gar nicht... Yoko war gar... Was hatte die vor? Warum? Was wollte die denn machen? Wollte die das Schwert holen oder was? Meine Füße, wieso... Ich hatte die nicht in die Zone eingeteilt. Ich will jetzt nicht verpassen, wie die hier... Sie greifen an! Dominik, ich kann Yoko nicht retten. Zieht euch zurück, bitte. Oh nö, nicht die Batterie. Oh, hör auf zu schießen. Ich glaube, die ziehen sich zurück. Wenn die sie schlafen legen, könnte ich sie retten. Das Problem ist, so lange wird die nicht überleben. 5 Stunden. Ach, ich habe keinen Medizinbag. Wir drücken mal U, damit er nicht schießt. Komm, zieht euch schneller zurück. Geht bitte schlafen. Okay, die gehen nicht schlafen. Das war's. Oh, warte. Komm schon. Komm schon. Schneller. Ah, so knapp. Naja, jetzt wird sie zu essen gemacht. Tod von Yoko. Das Leben ist hart. Ich will, dass du dir was anziehst. Wir haben hier T-Shirts. Wieso werde ich jetzt eigentlich die ganze Zeit vollgespammt? Ich will, dass du diese T-Shirts anziehst. Können wir die blockieren? Können wir. Ich will, dass du dir den anziehst jetzt. Los, zieh dir was an. Gibt es hier vielleicht eine Aufteilung? Wir expanden mal alles. So. Scheiße, ich kann nichts lesen. Gibt es hier irgendwas wegen... Klamotten anziehen?
Es müsste ja irgendwie so Patient oder so sein, ne? Nee. Ich setze sie mal auf Nudist. Okay, ich setze sie mal auf Sommer. Wann zieht die sich denn endlich mal an? Mir fehlt hier ein Skill, dass sie sich anzieht. Werden nachher mitgenommen. Ich will das nicht erzwingen. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch irgendwie Klamotten anziehen geben. Boah, dieses dreckige Discord, kann der mal die Klappe halten? Kann doch gar nicht sein, warum macht der so einen Terz? Ich überfliege jetzt nur, vielleicht... Es macht alles keinen Sinn für mich, dass es hier drin stehen sollte. So, ich hab's jetzt erzwungen. Ich verstehe es nicht. Ich will doch nur, dass sie sich hier was anzieht. Das haben die so mal. Normalerweise machen die das direkt. Instant. Es gibt sogar einen Ernährungsplan, gut zu wissen. Okay, weißt du was? Es reicht. Wo ist der Rotz? Da. Ach scheiße, ich habe ja keinen Arzt.
Oh, ich habe hier überhaupt keinen Arzt, ne? Gar keinen Arzt. Verdammt! Ich verstehe es nicht, warum sie sich nicht anzieht. Keine Ahnung. Ich will doch nur testen, ob sie Sachen hiervon runternimmt. Aber sie zieht ja nicht mal das an. Was haben die sonst immer selber gemacht? Ich habe die nicht wirklich erzwungen. So, ich habe jetzt mal ändert. Oh, jetzt will sie was anziehen. Jetzt will sie das anziehen. Wieso will sie das anziehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt setze ich sie auf Sommer. Jetzt will sie nichts mehr. Das gibt's doch nicht. Bis 100. Normal bis legendär. Cowboyhut. Melone. Eine Schutzweste. Eine Hose. Ein Rauchwandgürtel. Ein Staubmantel. Ein T-Shirt. Warum will sie jetzt nicht diese Hose anziehen? Sie ist doch in allen Parametern drin. Warum will sie das anziehen, aber nicht diese Hose? Zählt die Hose als verunreinigt? Ich meine, das ist die Hose, die sie vorher anhatte. Wir haben gar keine Toilette. Du sollst auch nur dich anziehen und dann haust du wieder ab. Elena, du musst nämlich rüber zur Bösen, die Norm. Du musst ihn trösten.
Jetzt verdammt nochmal, zieh dich an! Ich verstehe es einfach nicht. Dann zieht sie instant was an. Ich verstehe es nicht. Wo ist der Unterschied? Bei alles zieht sie instant was an. Warum? Warum will sie, zieht sie den direkt an? Wieso will sie das direkt anziehen? Aber warum nicht die Sachen? Warum nicht den? Warum nicht den? Oder den? Das verstehe ich nicht. Okay, wir machen es jetzt ganz einfach. Wir kopieren den hier. Achso, ich sollte sie dann aber auch erstmal wieder auf Sommer zuweisen. So, wo kommt der jetzt? Das ist ein Vetter. Die haben Fernkampfangriffe, meine ich, ne? Oder? Ja, der muss den wahrscheinlich gar nicht in die Fallen locken. So, der Wurm ist weg und sie zieht sich nicht an. Sie hat nichts Besseres zu tun, aber sie zieht sich bei Gottes Willen nicht an. Okay. Mir reicht's. Super, das funktioniert also nicht.
Der war jetzt erstmal auf 2. Ich würde gern die Erzwingung löschen. Da gab es doch hier Erzwingung löschen. Sommer. Meine Güte, das ist jetzt aber hier. Trag den mal bitte auf den da drauf. Ja, wir konnten es nicht testen, weil hier will sich keiner anziehen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es ein Bug mit irgendeinem Mod. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Bug vom Spiel. Ich weiß es auch nicht. Wir schicken sie jetzt erstmal wieder zurück. Was nimmst du denn mit? Die beiden Schlafsäcke, die sind sogar relativ viel wert. Wir haben keine gute Kleidung hier. Boah, wir haben aber viel Holz. Ja, es muss reichen. Um da rüber zu kommen, müsste das reichen. Du solltest das doch... Hat er die jetzt angezogen, oder? Wo hat er die denn jetzt hingetan? Die ist jetzt hier drauf. Oh, das ist ja so verwirrend. So, wir machen es jetzt aber erstmal anders. Zerlege Kleidung. Den machen wir jetzt erstmal nach ganz oben. Wo ist er denn? Habe ich eben weggemacht, ich weiß. Ich finde mal, das ist der, wo alles drin ist. Den lassen wir drin. Und wir verbieten einfach die anderen. Und die jetzt drin sind, werden zerlegt. So, die ist on Tour. Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Wenn die nachher wiederkommen, müssen wir hier dran denken, dass wir ihr auf jeden Fall das Gebiet hier ändern, ne? Naja, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Menschenhaut. Wo ist eigentlich unser restlicher Stoff oder ist unser ganzer Stoff schon hier drin? Oh, ja, der Stoff ist sehr teuer. Der ist schon alles hier reingeflossen wahrscheinlich. Ja gut, wir brauchen hier noch die Trockenpumpen, dass wir hier zumachen können. Ich hätte sie vielleicht doch ausräuchern sollen. Hätte ich sie irgendwann mal ausgeräuchert, dann hätten wir jetzt nicht das Problem mit Yoko gehabt. Aber was passiert ist, ist passiert.
Ich bin so froh, wenn der wieder ein bionisches Bein hat. Mann, wie lang die braucht. Wir haben der extra einen Schlafsack mitgegeben. Den nutzt sie auch. Wo hat die denn die Beeren her? Hat sie gepflückt oder was? Nicht schlecht. Du bist schon durch. Hör mal, was machst du da, Kollege? Schon mal was zum besten Lager tragen gehört? Zählt nicht als Lager. Weißt du was? Okay, wir scheißen drauf. Wir scheißen auf diese Dinger. Wir nutzen diese Dinger anders. Die werden jetzt erstmal weggerissen. Du hörst auf zu arbeiten. Weg damit. So, die werden jetzt alle weggerissen. Wobei, wir können es auch... Ne, doch, wir reißen den Müll weg. Zwei können wir aber lassen. Und zwar machen wir das jetzt anders. Das hier werden jetzt... Dafür, wo sie auch eigentlich für gedacht sind, ist zum Kleidungsswitchen. Das heißt, wir haben dann einmal eine Kriegskleidung mit Energierüstung irgendwas. Wenn wir angegriffen werden, switchen die an diesen Teilen die Kleidung. Denn die haben hier diesen coolen Button. Wenn du raufklickst, kannst du hier so sagen... Equip. Dann ziehen die die an. Und du kannst auch deine Kleidung dann hier ablegen. Ja, das heißt, du hast dann hier einen leeren. Das heißt, du wirst angegriffen, dann tust du hin, transferst zu einem deine normale Kleidung. Und zum anderen ziehst du dann deine Rüstung an. Und so werden wir die jetzt nutzen. Das heißt, die reißen wir weg und wir machen auf Oldschool hiermit. Das wird oldschool-mäßig jetzt gebaut. So wie wir es kennen, so werden wir es auch machen. Wie viel werde ich denn brauchen? Wir setzen erstmal alles runter auf 2. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Platz ich brauche. Wieso läuft der nicht weiter? Ach, der läuft weiter. Und den nehme ich ganz hier raus. Wo ist der denn? Hier. Wie lange braucht die noch? Alter, die braucht so lang, ne? Vielleicht, weil wir der hier diese dicken Dinger gegeben, also hier, weil die so viel Holz mit sich rumschleppt, braucht sie halt ultra lang. Das kann gut sein, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, schläft. Ich will aber noch, dass die ankommt, bevor ich die Folge beende, damit ich sie direkt richtig einstelle. Sonst vergesse ich das und dann ist Elena auch tot. Komm schon. Naja, wenigstens sammelt sie Beeren auf dem Weg. Sind dreifach Speed und das ist so langsam. Go, go, go. Go, go, go. Sie ist gleich da. Na komm schon, also jetzt... Sehr gut. Die Karawane ist eingetroffen. So, Beschränkungen. So.
Wo steht bei der Holz? Sie kann Holz als Waffe nutzen, oder was? Hier, die hat doch ihre Feralpistolen. Nun gut. Ah, es wird endlich mal abgebaut, ey. Endlich. Dann kann ich hier endlich auch den Boden machen. Boden, Boden. Wie heißt der Boden nochmal? Das war dieser Ariquel. Gut, und dann würde ich sagen, war es das aber auch für diese Folge. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Also bis dann. Ciao.